Als ich ein falscher Betrunkener war. Diesmal war nicht mein Geburtstag, sondern Brunos. Seine Freunde durften am Nachmittag zum Kaffee kommen. Wir waren ganz allein in der Wohnung, weil Brunos Eltern arbeiten. Seine Mutter hatte einen schönen Kaffeetisch gedeckt, mit Sandtorte und einer großen Kaffeekanne und einem bunten Pudel. Es war ein prima Geburtstag. Nachdem wir satt waren, spielten wir. Zuerst Indianer. Bruno war, weil er Geburtstag hatte, unser Häuptling. Naja, sonst ist er nur gewöhnlicher Indianer und heißt Schielende Natter. Aber heute durfte er sich Fernsehauge nennen. Ich war Medizinmann und hieß Weißer Zitteraal. Die Friedenspfeife, die ich als Medizinmann dauernd rauchen musste, schmeckte mir nur nicht. Bruno hatte die Pfeife von seinem Papa hervorgekramt. Natürlich ohne Tabak. Aber trotzdem wurde mir ganz schlecht davon. Später spielten wir Seeräuber und der Teppich war das andere Schiff. Bruno wurde wieder wegen seinem Geburtstag zum Kapitän ernannt. Leider brach bei dem Kampf ein Sofabein ab und wir hörten lieber auf. Bruno wusste einen Ausweg. Er nahm ein Packen Bücher aus dem Bücherschrank seines Papas und dann stand das Sofa wieder fest. Jetzt wussten wir nur nichts mehr zu spielen. Ich weiß was. Ratet mal, was wir spielen. Feuerwehr. Nee. Arzt und Kranker. Verstecken. Eisenbahn. Grenzpolizei? Nein, ihr kommt sowieso nicht drauf. Wir spielen Restaurant und feiern Brunos Geburtstag. Und nachher sind wir alle betrunken. Damit waren alle einverstanden. Wir verkleideten uns. Ich war Brunos Opa und bekam einen Hut und Handschuhe. Erwin war Kellner und wir alle waren Gäste und setzten uns an den Tisch. Herr Ober! Aber Erwin, der in der Küche kramte, kam nicht. Herr Ober, das Beschwerdebuch! Nun kam Erwin schnell. Er hatte ein Handtuch über dem Arm. Sie wünschen, mein Herr? Mein Enkelsohn Bruno hat Geburtstag. Bitte bringen Sie uns 5 Gläser zu trinken. Bitte sehr, mein Herr. Erwin schrieb etwas auf seinen Zettel und verschwand in der Küche. Er kam zurück mit einem Tablett und Gläsern. Darin war etwas rote Flüssigkeit. Wir stießen an. Auf deine Gesundheit, Bruno. Prost, Bruno. Prost. Dann tranken wir die Gläser aus. Es war Brause und wir mussten furchtbar lachen, weil es wirklich wie Schnaps aussah. Klaus bestellte noch einmal. Wir tranken wieder. Erwin sagte, er wollte auch mittrinken. Er war aber Kellner und durfte nicht. Er soll sich ruhig ein Glas holen. Bei Geburtstagsfeiern können auch Kellner mittrinken. Und jetzt sind wir alle betrunken und tanzen. Ja. Prost, Leute! Wir schrien und tanzten. Ich torkelte durchs Zimmer, stopfte mir ein Kissen unter den Bauch und rief, noch ein Glas Schnaps, Herr Ober. Es war wirklich ein sehr schönes Spiel. Brunos Mutter fand das aber gar nicht. Sie kam herein, ohne dass wir es gehört hatten. Und sie war ganz erstaunt, als ich ihr vor die Füße torkelte. Was ist denn hier los? Zum Wohl, Frau Krause. Tag, Mami. Der Schnaps schmeckt ja so gut. Ja, was macht ihr denn? Ihr seid ja alle betrunken. Wo habt ihr denn den Schnaps her? Wer hat euch angestiftet? Mama, du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein Spaß macht. Spaß? Ich werde euch helfen. Mama, nun muss ich dir aber sagen, Bruno, es war wirklich nur... wer hat euch gesagt, dass ihr Schnaps trinken sollt? Sagt's mir. Es war doch alles nur Spaß. Wer war's? Sagt die Wahrheit, Bruno. Wer war's? Zitterbacke war's. Natürlich. Du machst so etwas nicht, Bruno. Alfons, du bist ja ganz rot vom Schnaps trinken. Aber wir haben doch nichts Schlechtes gemacht. Was? Das ist nichts Schlechtes? Das werde ich deinen Eltern erzählen, Alfons. Ich komme gleich mit zu dir nach Hause. Na komm, Alfons. Verräter. Wir durften nichts mehr sagen. Alle mussten nach Hause gehen. Und ich ging mit Brunos Mutter zu meinen Eltern. Mama wurde ganz blass, als ich mit Brunos Mutter vor der Tür stand. Ist das passiert? Kann ich Sie sprechen, Frau Zitterbacke? Ja, bitte kommen Sie herein. Alfons, du bleibst auf dem Korridor. Also, ich komme nach Hause, ahnungslos. Alles durcheinander. Die Kinder betrunken. Ihr Sohn, der Anstifter. Schnaps aus Gläsern. Komm jetzt rein, Alfons. Hast du das getan? Nein, wir haben gar nicht Schnaps getrunken. Sag die Wahrheit. Ja, wir haben getrunken. Ja, aber warum sagst du, dass ihr keinen Schnaps getrunken habt? Wir haben ja auch nicht getrunken. Das heißt, wir haben doch getrunken. Er weiß schon nicht mehr, was er sagt, Frau Zitterbacke. Hat dich jemand dazu verleitet, Alfons? Nein,
Ich habe alles allein gemacht. Ja, mein Bruno tut so etwas nicht. Ach, Bruno ist ein Feigling und er will alles nur abwälzen. Aber er hat auch mitgetrunken und ist ebenso getorkelt. Was soll bloß aus dir werden, Alphons? Das hast du doch nicht von mir. Ich musste natürlich gleich ins Bett. Da lag ich nun an diesem schönen Tag wegen ein paar Gläschen Brause zur Strafe im Bett. Sonst trinke ich viel mehr Brause und niemand sagt etwas. Mama erzählte Papa alles sofort. Papa lachte zuerst und Mama musste ihm sagen, wie gefährlich es war, damit er ernst wurde. Papa kam an mein Bett und sagte, ich sollte ihm alles erzählen. Ich erzählte genau, wie es gewesen war, dass der Schnaps Brause war. Papa hörte zu und lachte, dass der Spiegel wackelte. Nun kam Mama zornig herein und Papa sagte ihr alles. Und da musste auch Mama lachen. Ich durfte aufstehen und zum Abendbrot ließ ich mir Brause in einem kleinen Schnapsglas geben. Jedes Mal, wenn ich Brunos Mama sehe, fange ich an zu torkeln, als wenn ich betrunken bin. Ich weiß, das sollte ich nicht tun. Aber Strafe muss sein, sagt unsere Lehrerin Fräulein Ecke auch immer.